Hi und willkommen zu einem weiteren Super Mario Odyssey Video auf meinem Kanal. Endlich komme ich mal dazu, mich um das gesamte Gamescom Gameplay Material zu kümmern, denn dafür war in den letzten Wochen leider viel zu wenig Zeit. Aufgrund meines Umzugs, ich bin ja, wie ihr wisst, in die neue Wohnung gezogen und die Umzugsvorbereitungen waren härter als gedacht, sodass ich wirklich kaum Zeit gefunden habe, um mich dem ganzen Gameplay-Kontingent zu widmen. Damit ist jetzt aber Schluss, wie man anhand dieses feinsten Mario Odyssey Gameplays erkennen kann. Ne? Ich habe bei Nintendo im Pressebereich auf der Gamescom ein wenig Mario Odyssey gespielt und finde jetzt endlich mal die Zeit, um das Ganze nachkommentiert an euch weiterzubringen. Was ist der Plan? Wir befinden uns momentan in Metro Kingdom, also quasi in der Stadt quasi. Und wir sind gerade auf einem Moped und versuchen gerade aufs Dach zu kommen, was sich als ein bisschen schwierig gestaltet hat. Aber wie man gesehen hat, hat es dann doch irgendwie geklappt. Und das Ziel ist nämlich, dass man das Moped hier in diese Parkbucht reinbringt. Ja, man soll es quasi hier in dieser Parkbucht parken, damit der, Mann mit Melone da hinten nämlich vollkommen zufrieden uns eine Belohnung geben kann. Ich hoffe, ich kriege das gleich mal gebacken, aber es sieht gut aus. Und damit gibt es quasi als Belohnung diesen wunderschönen, wunderhübschen Stern. Oder besser gesagt Mond. Das ist ja die neue Währung in Mario Odyssey. Es gibt keine Sterne mehr, es gibt Monde. Ja, und damit haben wir quasi dafür, dass wir das Moped auf das Dach dieses Wolkenkratzes gebracht haben, einen Mond bekommen von diesem wunderschönen, netten Herren. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Ich bin da quasi direkt weitergegangen und dachte mir, hey, hier sind ja so ein paar Pfeiler, die nach oben ragen. Springst du doch mal hoch. Ja, machst mal ein paar Wandsprünge und guckst mal, wo die Reise so hingeht. Und man sieht hier direkt schon auf den Dächern einige blaue Planen, die man quasi mit der Stampfattacke runterhauen kann. Dafür gibt es hier unter auch, ein paar Belohnungen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dafür auch irgendwo einen Mond gab, wenn man eine blaue Plane auf den Boden der Tatsachen gebracht hat, wortwörtlich. Aber ihr seht hier auch auf diesem schmalen Grat gab es auch einen Mond. Das war eine Challenge, die wir gewagt haben. Es war nicht so leicht. Wir hätten noch runterfallen können, wie man auch gerade eben gesehen hat. Wir wären fast runtergefallen. Aber ansonsten lief ja gerade alles gut. Wir gehen mal da rein und gucken mal, was da auf uns wartet. Und wir sehen auch direkt hier eine Bonus-Stage. Kann sein. Ja. In der sicherlich auch der ein oder andere Mond zu finden ist. Aber ich lasse euch mal kurz das Gameplay ansehen. Fangen wir doch mal kurz an, davon zu erzählen. Hey Kai, was hast du denn so überhaupt hier in diesem Gameplay-Video vor? Es ist so, ich habe insgesamt 20 Minuten an Gameplay-Material von Super Mario Odyssey aufgenommen. Und ihr seht, 10 Minuten kommen davon auf YouTube, weil ich habe euch nämlich nichts vorzuenthalten oder so. Nur ich wollte euch quasi 5 Minuten der besten Stellen von Metro Kingdom zeigen und ich wollte euch die 5 Minuten der besten Stellen aus Sand Kingdom zeigen. Ja, ich zeige euch heute sowohl Metro Kingdom als auch Sand Kingdom und ich habe mir einfach gedacht, komm, du schaust mal, dass du so die besten 5 Minuten vom Metro Kingdom rauspickst, die man vielleicht noch nicht so auf YouTube gesehen hat und die besten 5 Minuten, die ich so im Sand Kingdom verbracht habe, die man auch so noch nicht in dieser Form auf YouTube gesehen hat. Wahrscheinlich, ja. Jedenfalls hat mir der gute Julian gesagt, dass hier einige Sachen von mir erforscht worden sind, die hier auf der Gamescom noch nicht gefunden worden sind. Ob das der gute Julian einfach so gesagt hat oder ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Jedenfalls auch Shoutouts an Julian, weil der gute Herr hat mich hier in dieser Stunde, in der ich in dieser wunderschönen Nintendo Launch sitzen konnte, betreut, was Mario Odyssey und weitere Spiele angeht, die für 3DS und für Switch rauskamen und rauskommen werden. Ich hatte quasi einen Pressetermin bei Nintendo gehabt auf der Gamescom und war dann hier im Pressebereich und der gute Julian, wirklich mal Props an der Stelle, bester Mann, hat mich hier wunderbar empfangen, war super freundlich und hat mir auch hier bei Mario Odyssey ein paar Ratschläge gegeben, was die ein oder anderen Stellen angeht, weil ihr habt doch sicherlich gerade eben gemerkt, es gibt hier gerade in dieser Bonus-Stage so einige Plakate, die ich entfernt habe und den Verdacht, den ich hege, ist, wenn ich alle Plakate entferne, komme ich eventuell an einen Mond ran. Und
Ob das stimmt oder nicht, das werden wir vielleicht gleich sehen. Vielleicht aber auch nicht, wir wissen es noch nicht. Aber ihr seht, hier sind hier schon exorbitant viele Plakate, die man quasi mit Hilfe von Cappy entfernen kann. Aber da ist die Demo auch schon vorbei. Wir kommen direkt zum Sand Kingdom. Und sind direkt von Cooper, der uns eine Challenge stellt. Und zwar, wir sollen im Kreis laufen. Jetzt denken sich einige, okay, ist ja eigentlich eine ziemlich leichte Aufgabe. Ja, dann guckt euch das jetzt mal an, was gleich passiert. Wir sehen zwar hier eine Pfeilgerade, einen runden Kreis, der mit Pfeilen quasi gespickt ist. Nur jetzt gerade, wo die Pfeile entfernt worden sind, bin ich hart am Struggeln. Und merke, hey, so einfach ist das eigentlich gar nicht, hier einen Kreis zu laufen, wenn die Pfeile weg sind. Weil du halt kaum Bezugspunkte hast. Wenn man sich das Gameplay nicht anschaut. Es ist nämlich in dieser Challenge so, dass man quasi einen Kreis laufen muss. Und wenn du mindestens 80 Punkte, glaube ich, hast. Also wenn du quasi eine Richtigkeit des Pfades von 80% hast, also quasi 80 Punkte, bekommst du einen Mond. Und den haben wir jetzt gerade eben bekommen. Ich muss zugeben, ich habe einige Versuche dafür gebraucht. Habe die jetzt auch quasi rausgeschnitten, weil wir wollen die besten 5 Minuten sehen. Und beim Cooper habe ich wirklich einige Minuten gehangen, damit ich diese Challenge schaffe, was auch nicht so leicht ist, aber ihr habt auch gerade eben sicherlich an diesem Kreis gesehen, dass dort doch ein paar Bezugspunkte gibt, und zwar, da waren ein paar Kakteen, dann waren ein paar Büschel, die man quasi als Orientierungspunkt nutzen kann, um sich diesen Kreis so einfach wie möglich, zu gestalten, imaginär im Kopf. Hier sind wir gerade an einem Eissee, den ich mir auch so ein bisschen vergegenwärtigt habe. Und ich sehe da oben auch schon so einen komischen Vogel rumfliegen, der mir schon so ein bisschen suspekt vorkommt, weil er, glaube ich, auch so ein bisschen grün leuchtet oder so. Und zack, da will ich ihn gerade mit der Cappy fangen. Und was ist? Da spuckt der Mond aus. Ja? Gut, dass ich da so ein bisschen stutzig war, weil, wie gesagt, es war ein grün leuchtender Vogel. Es gibt hier in dieser Welt grüne Monde. Sehr komisch. Daraufhin bin ich quasi an diese Stelle gekommen, die mir auch so ein bisschen suspekt vorgekommen ist. Es ist ja quasi dieser im Eis eingeschlossene Wüstenlöwe. Und ich hatte nicht so den Plan, wie ich an ihn rankomme. Aber ich dachte mir, okay, komm, bevor du jetzt hier noch Zeit verlierst, guckst du, dass du weiterkommst. Und wir sehen hier auch einen Eissee, der komplett zugefroren ist. Und ich frage mich, wie kommst du eigentlich hier unten an die, an diese lila Münzen, wenn man so möchte. An diese lila Währung, ja, an diese lila Collectibles. Das habe ich daraufhin auch liegen lassen. Es gibt hier allerdings oben auf den Palmen, ich weiß nicht, ob ich das gleich noch zeigen werde, ich glaube nicht. Da gab es auch eine Challenge, bei der man quasi Musiknoten sammeln musste. Vielleicht schneide ich es noch rein, mal gucken, ja. Wir wollen ja auch hier die 10 Minuten eigentlich halten. Wir gucken mal. So, jetzt dachte ich mir aber, okay, komm, du hast diesen Eissee soweit komplett erkundet oder halt so gut wie es halt eben ging. Ja. Im Eifer des Gefechts, du bist unter Zeitstress, du willst in diesen 10 Minuten ganz viel schaffen und allzu viel erkunden willst du jetzt nicht, weil das geht ja alles von der Zeit ab. Aber ich dachte mir, komm, du läufst nochmal so ein bisschen in die Stadt zurück, wie man auch gerade sehen kann. Die Stadt ist ja quasi links. Rechts geht's weiter zur Main Quest. Und, ich bin hier gerade einfach so ein bisschen rumgelaufen, um so ein bisschen zu checken, hey, das sind ja auch solche Stein-Wüstenlöwen. Was ist eigentlich mit denen? Kann man die vielleicht auch irgendwie beschwören oder mit der Cappy capturen? Schien aber nicht so zu sein. Ja. Was ich schon wirklich ein bisschen schade fand, meine Fräuleins, ja. Aber das dazu, und hier dachte ich mir auch so, okay, so, warum ist das hier ein Schalter, der im Eis eingeschlossen ist? Wie kann ich den bitte ordnungsgerecht, ich sag mal, ja, betätigen? Ich habe das Gefühl, man muss irgendwie schon einen wichtigen Mond vorher geschafft haben, damit man quasi diesen Schalter betätigen kann, weil ich glaube, dieser Schalter ist so eine Art Backtracking in dieses, in diesen Abteil der Wüste zurück. Und hier haben wir auch nochmal eine Musiknoten Staude, die wir sammeln müssen. Ob es dafür auch einen Mond gab, das weiß ich gar nicht mehr. Es sind ja auch immerhin schon 2 Wochen her, die ich hier verbracht habe, wie man sehen kann, im Nintendo-Bereich des Presse-Bereichs. Aber auch das gab einen Mond. Ich raste aus. Einfach so aus dem Nichts waren dort Musikblöcke oder Musiknoten, besser gesagt, und ich habe sie eingesammelt und habe dafür halt einen Mond bekommen.
Ich glaube, ich bin mal ein bisschen dreist und sag mal, okay, ich zeig euch dann gleich doch mal die Stelle mit den Musiknoten am Eissee. Weil ich finde, es ist halt schon eine sehr relevante Stelle, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und ja, das, was wir hier sehen, das habt ihr wahrscheinlich schon in den meisten Gameplay-Videos gesehen. Ich bin auf den Dächern hochgejumpt und hab mir hier einen Mond gegönnt. Ja, zack. Den kennt man. Das ist, glaube ich, der bekannteste Mond, wenn man so möchte, im Sandkönigreich, weil er auch direkt zu erreichen ist. Einfach auf die Dächer klettern und dann passt das. So, aber jetzt gibt's das Gameplay bezüglich, des Eissees. Und da sind wir auch schon, denn wenn man nämlich auf diese Palme dort klettert, sieht man auch schon ganz klar, oder wenn man sich mal diese Palme vor Augen führt, sieht man auch direkt schon, hey, da ist eine Musiknote und wenn man drauf klettert, kann man die nämlich soweit dann so collecten, dass diese Challenge auftaucht. Und die ist gar nicht so einfach, denn an diesen nicht allzu breiten Palmenblättern hin und her zu springen und dann noch mit so einem Jump, mit so einem Weitsprung, der sowieso schon gefährlich ist und du hast die Steuerung sowieso noch nicht krass drauf, das war schon eine Königsdisziplin, die ich aber geschafft habe und das soll es für heute gewesen sein. Brutz, vielen Dank fürs Zuschauen, danke nochmal an Nintendo und Julian, dass ich hier so ein wenig Gameplay aufnehmen durfte und euch zeigen durfte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr Mario Odyssey Gameplay bei mir sehen wollt, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Das wär's. Macht's gut. Haut rein. Ciao.